Einen wunderschönen guten Tag, ihr Lieben. Hier spricht wieder euer Chris vom Team Binary Welt und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier heute zur nächsten Handelssession. Wir wollen heute wieder Geld verdienen mit binären Optionen und wie das Ganze funktioniert, werde ich dir in diesem Video natürlich zeigen. Unser Primärziel sollte heute sein, die 22.000 Dollar Marke zu knacken. Letzte Woche bereits habe ich es geschafft, die 20.000 Dollar hinter mir zu lassen. Gestern war ich auch noch in einer kurzen Handelssession, die verlief dann letztendlich auch sehr erfolgreich. Und wie wir alle wahrscheinlich bereits festgestellt haben, hat sich die Oberfläche bei FinMax geändert. Mich würde eure Meinung dazu mal interessieren. Wie findet ihr die neue Plattform von FinMax? Schreibt es einfach mal in die Kommentare. So. Damit wir binäre Optionen handeln können, brauchen wir natürlich auch ein Chart- und Analyse-Tool. Wir benutzen hier den MetaTrader 5 in der kostenlosen Demo-Version. Das reicht auch für unsere, für unsere Zwecke vollkommen aus. Und hier haben wir dann zwei extrem wichtige Tools eingebunden. Und zwar einmal das Binary Blue Power V3 Template und das FinMax Trading Panel ermöglicht uns das direkte Handeln aus dem MetaTrader. Das bedeutet, wir können nachher gleich die, also wenn es ans eigentliche Handeln geht, diese Plattform hier schließen. Die brauchen wir denn nicht. Das heißt, wir sind per API-Schnittstelle von FinMax direkt an den MetaTrader angeschlossen. Eine exzellente Unterstützung, die ich auf jeden Fall nicht missen will. So, darüber hinaus ist das Binary Blue Power V3 Template im Grunde genommen dafür verantwortlich, dass wir jetzt da stehen, wo wir jetzt sind, denn es gibt uns die Richtung vor, es gibt automatische Signale und wir haben hier einige Indikatoren drin, die uns das Handeln extrem erleichtern, wie zum Beispiel den Binary Blue Power Signals. So, lange Rede, kurzer Sinn, wie das Ganze in der Praxis aussieht, werde ich dir jetzt zeigen. Dementsprechend bleib bitte bis zum Ende des Videos dran, weil dann werde ich noch eine kleine Ankündigung machen, die für dich auch von oberster Wichtigkeit bzw. bestimmt von Interesse sein sollte. Also wollen wir uns das Ganze jetzt angucken. Ich suche mir den ersten Live-Trade raus und dann geht's hier los. Let's go! So, da bin ich wieder. Wir befinden uns ja mitten in einem Trade und zwar bin ich am 61.8. eingestiegen, nachdem der hier gewaltig nach unten gefallen ist. Und wir eine sehr, sehr schnelllebige Kerze hatten hier in dieser 5-Minuten-Kerze, war für mich klar, dass ihm hier unten die Luft ausgehen wird. Und er ist denn hier tatsächlich einmal extrem runtergebrochen durch 61.8. Aber schaut euch jetzt diese gewaltige Kerze an. Und die geht natürlich genau in die Richtung, die wir brauchen letztendlich. Also meine Intention war es tatsächlich, dass wir am 61.8. hier abprallen und wieder nach oben steigen. Aber das ist sich jetzt so dramatisch nach oben entwickelt, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Wir haben 1050 Dollar offen, 7 offene Positionen. Das heißt, wir werden hier gleich locker und flockig die 22.000 Dollar Marke erreichen, bereits in diesen Trades. Ach, das ist doch mal fantastisch. Ein absolut fantastischer Einstieg hier. Also da könnte ich mich schon wieder drüber freuen. Ja, mache ich auch. Die Wahrscheinlichkeit, dass der wieder abverkauft wird und dass diese Trades rauslaufen, die ist sowas von gering. Es könnte sogar durchaus sein, dass da gerade in diesem Moment irgendwelche Nachrichten rausgekommen sind und wir genau im richtigen Moment quasi am richtigen Ort waren. 61.8. Retracement. Es war eine sehr schnelllebige Kerze. Sie snippte runter und zack. Hier unten fing er an, wirklich sich schon sehr, sehr schnell hochzukaufen. Und da war für mich klar, okay, ich werde jetzt hier auf jeden Fall einige Positionen eröffnen. Das sah für mich richtig, richtig gut aus. Und jetzt müssen sie nur noch auslaufen. Und dann bin ich mal gespannt, wie unser Kontostand aussieht. Ach, was herrlich. So, und diese Art des Tradens beschreiben wir natürlich auch in unserem Intensivlehrgang. Also wer sich dafür interessiert, findet einen Link in der Videobeschreibung. Da gehen wir wirklich ins absolute Detail, wie wir ja letztendlich hier vorgehen. Und da laufen die ersten Trades aus. Jetzt sind wir momentan bei 21.24. Da laufen die ersten Trades aus. Ah, ich hätte mal ein bisschen mehr setzen sollen. Ich war mir so sicher, dass der hier steigen wird. Aber dass das dann so eine Explosion wird, das ist ja fantastisch. Ja, könnt ihr mir gerne mal einen Daumen für hoch geben. Gebt dem Video einen Daumen nach oben, wenn euch dieser Trade auch gefallen hat. Also ich finde sowas immer absolut genial. Das macht mir echt, bereitet mir riesige Freude. So, 450 Dollar sind noch offen. Das wird
nicht ganz reichen, um die 22.000 zu knacken. Ich muss fairerweise dazu sagen, dass ich vorher mich schon im Auto USD befunden habe. Aber der wollte nicht so, wie ich wollte. Ah, jetzt kommt er dann doch langsam in meine Richtung. Hier sehen wir 11 Verlust-Trades. Aber wir haben's! Wir haben's! In dem Moment sind die ausgelaufen. Ich hab's gesehen. Sie sind ausgelaufen, 22.000. Das war mein Ziel und ich habe es erreicht. Und das ist genau das, was ich wollte. Herrlich. Ich will trotzdem noch einen Trade raussuchen. Bis gleich. So, wir befinden uns im Trade. Allerdings lief das hier nicht ganz zu meiner Zufriedenheit. Denn ich hatte hier einen händischen Trade gesetzt mit dem Target-Ziel, hier unten den letzten Tiefpunkt zu erwischen. Und das sah in dieser Kerze auch richtig gut aus. Aber da war ich ein bisschen zu spät drin. Irgendwo hier in dem Bereich. Keine Ahnung, bin ich hier eingestiegen. So, und dann kam der Trade nochmal wieder hoch. Und dann habe ich tatsächlich ein Signal bekommen. Also ein automatisches Signal. Und das habe ich jetzt gehandelt und bin's eingestiegen. Und das sieht gerade richtig gut aus. Dass zumindest die drei Trades dann noch wieder in den Gewinn laufen. Ob dabei unterm Strich dann noch mehr rauskommt. Ja, aber das war natürlich ganz knapp. Die ersten hatte ich halt nur mit 50 drin. Dann habe ich nochmal mit 150 das Signal getradet jetzt. Ging nochmal glimpflich aus, will ich mal sagen. Aber ich will das Gleiche nochmal probieren. Ich will jetzt das Gleiche nochmal probieren. So, ich steige hier nochmal ein. Das ist mir jetzt egal. 50. Fange ich wieder an, ihn hier zu staffeln. Ich bin immer noch davon überzeugt, dass er hier neue Tiefpunkte antesten will. Und deshalb mache ich das jetzt einfach nochmal. Das ist natürlich ärgerlich, wenn er jetzt... Jetzt habe ich ihn gerade mal mit zwei offenen Positionen, aber naja, gut. Wir wollen nicht verwöhnt sein. So. 50. Na komm, dann nehmen wir jetzt hier nochmal. Ja, wie gesagt, also mein Setup, was ich mir vorher definiert habe, ist einmal hier oben diese Widerstandslinie. Da hatte er in der Vergangenheit zweimal Probleme durchzukommen. Und hier oben natürlich der letzte Hochpunkt der Bewegung. Und da würde ich dann gegebenenfalls nochmal nachschießen. Aber die Binary Blue Power Signal zeigen auch alle in meine Richtung. Aber er kommt jetzt hier gerade wieder extrem hoch. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir überhaupt nicht. Es soll eigentlich... So, jetzt habe ich 5 Positionen offen. Das muss auch reichen. Ansonsten warte ich wirklich, bis ich dann hier oben abgeholt werde. Ja, Ziel sollte eigentlich wirklich hier unten sein. Der letzte Tiefpunkt. Schauen wir mal. Und wir sehen es auch bei der Stochastik. Wir sind nicht im unterkauften Bereich. Keine Chance. Der hat noch Luft nach unten. Das ist einfach so. Davon bin ich überzeugt und da bleibe ich dran an meiner Strategie. Abwarten, Tee trinken. Wenn die reinlaufen, habe ich hier nochmal einen guten Reibach gemacht. So einfach ist es. So, das sieht doch schon mal gar nicht schlecht aus. Ja? Das sieht doch schon mal gar nicht schlecht aus. Ach ja. Ja, man muss halt an seine Ziele glauben. Das ist sowohl im wahren Leben so, als auch hier an seine Strategien festzuhalten. Und ich war davon überzeugt, dass der hier unten den neuen Tiefpunkt suchen wird. Brauchte hier jetzt noch ein bisschen Anlaufzeit, aber mein Gott. Das gehört sicherlich auch dazu. So, und jetzt zeigen Stochastik und RSI nämlich auch genau dahin, wo ich sie eigentlich haben wollte. Meine Blue Power Signals alle nach unten, Target Trade. Ganz klassisches Ziel Trading für mich. Hätte man im Endeffekt auch eine Touch-Option absetzen können. Ja, ich bin mal gespannt, wann die ersten Trades hier auslaufen. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass wir hier jetzt noch wieder abgeholt werden, die ist doch mal sehr gering. Die ist doch mal sehr gering. Der hat jetzt hier einen ordentlichen Pipettenabstand hingeknallt. Nähert sich so langsam meinem Ziel. So. Jetzt muss er ihn unten halten jetzt. Nicht, dass er jetzt hier noch Faxen macht in den letzten paar Sekunden. Aha, da laufen die ersten schon aus und wir haben immer noch $150 drin.
Das heißt, wir sind gleich hier bei 2.300 Dollar roundabout, ne? Wenn ich das richtig sehe. Weil ich die anderen relativ spät abgesetzt habe. Die laufen erst in 30 Sekunden aus. Nein, aber der Weg ist doch klar. Der Weg ist doch klar. Es soll nach unten gehen. Warum so pessimistisch? Das würde ich mir gerne eigentlich auch dann nochmal später nochmal angucken, wie der sich entwickelt hat. Ob der tatsächlich hier unten mein Ziel erreicht hat, welches ich mir ja als Target definiert habe. So, und jetzt kommen wir doch jetzt, ja, jetzt laufen sie aus, jetzt laufen sie aus. In dem Moment sind sie raus und wir haben 22.297 Dollar gemacht. Und damit habe ich mein Ziel mehr als erreicht. Ich bin absolut zufrieden. Und ich denke, damit können wir diese Handelssession auch beenden. Wie gesagt, Leute, gebt dem Video bitte einen Daumen nach oben, wenn euch dieser kurze, aber saftige Handelssession gefallen hat. Und vergesst nicht mal in die Videobeschreibung zu gucken. Da haben wir einige interessante Links. Zum Beispiel zu dem Binary Blue Power Template und dem Panel. Da haben wir auch noch ein schönes Angebot aktuell. Und natürlich auch unseren Intensivlehrgang, in dem wir bis ins absolute Detail erklären, wie wir hier vorgehen. Unser Versprechen ist, dass ihr danach genau das Wissen habt, was wir haben. Und darum geht es letztendlich. Und ich würde sagen, ich verabschiede mich jetzt von euch. Ich wünsche euch ein schönes, erholsames Wochenende. Das Wetter soll ja eigentlich ganz gut werden, außer bitterkalt, aber das soll uns jetzt mal nicht stören. Wir sehen uns nächste Woche in aller Frische zurück. Macht es gut, bis dahin, euer Chris.